doch ein bisschen Material fürs nächste Projekt. Ja, das war natürlich nicht alles. Fürs nächste Projekt benötige ich noch einiges mehr an Material. Der größte Teil liegt hier schon mal bereit. Hinter euch steht auch ein bisschen was. Und ja, ein bisschen Eisen kommt auch drin vor. Ja, so viel erstmal zum nächsten Projekt. Aber heute das Update beginnen wir natürlich wie immer mit dem Stickertausch. Heute zeige ich euch nur einen Sticker. Denn dieser Sticker kommt von jemandem, der mir in seinem Projektvideo, also meinem Sticker in seinem Projektvideo, ganze 4 Minuten gewidmet hat. Und so jemanden stelle ich natürlich auch bei mir ganz ordentlich vor. Und dieser jemand ist, werdet ihr sicherlich mittlerweile auch kennen, das ist der Brownie, das ist der Brownie von Brownies Bastelhütte. Ja, wie gesagt, das ist der Sticker, oder es sind die Sticker. Die kommen natürlich auch gleich an meinen Sticker Roof dran. Ja, also das ist der dazugehörige Brief vom Brownie und den werde ich jetzt natürlich auch mal ganz schnell vorlesen. Hallo Sascha, es freut mich, dass ich mit dir unsere Sticker tauschen kann. Im nächsten Video werde ich ihn öffentlich aufkleben und wenn ein Brief dabei ist, auch vorlesen. Falls du ebenfalls einen Kanal auf YouTube hast, werde ich ihn im nächsten Video verlinken. Für deine Sticker haben wir schon einen schönen Platz reserviert. Viel Spaß bei deinen zukünftigen Projekten. Liebe Grüße von Ralf und Jutta alias Brownies Bastelhütte. Ja, Brownie, für mich bist du Brownie, auch wenn du eigentlich Ralf bist. Ja, ich danke dir für deine Sticker, ich danke dir für deinen Brief und ja, jetzt könnt ihr natürlich auch noch mal sehen, welchen Platz er auf meinem Sticker Roof einnimmt. Ja, Brownie, dieser etwas größere mit den runden Kanten, der gefällt mir persönlich einfach am besten und deshalb habe ich den auch an meinem Sticker Roof verewigt. Ja, der Brief und der zweite Sticker, die werde ich natürlich aufheben. Das kommt natürlich in meinen Schreibtisch. So habe ich auch immer einen Überblick darüber, wer mir denn schon alles Sticker geschickt hat. Ja, apropos Sticker, wer Lust hat auf einen Sticker von mir, der kann mir auch ganz einfach eine Mail schreiben und zwar auf saucool-basteln@web.de. Dort fragt ihr einfach kurz nach einem Sticker, schreibt mir eure Adresse und ihr bekommt natürlich meine Sticker zugeschickt. Das soll es dann auch mit dem Stickertausch gewesen sein. Danke dir, Ralfi, nochmal für deine Sticker. Sehr cool. Ja, Jungs, der zweite Punkt auf meinem Listchen für das heutige Update ist ja, das Ende des Gewinnspiels, was ich auf Instagram und YouTube veranstaltet habe. Das war ein Gewinnspiel für alle meine Social Media Kanäle, sprich Facebook, Instagram und YouTube. Jeder konnte mitmachen. Natürlich unter gewissen Voraussetzungen. Mittlerweile dürfte auch der zweite Preis, nämlich dieses oder nicht dieses Maschinchen, aber genau das gleiche Maschinchen, seinen neuen Besitzer erreicht haben. Ich hoffe, er hat sehr viel Freude damit. Ich denke, wir werden auch sicherlich eine kleine Rückmeldung bekommen, was dieses Maschinchen angeht. Ich bin gespannt, aber ich denke, da werden wir sicherlich noch was von hören. So, ein weiterer Punkt. Ja, der weitere Punkt, um den es geht, sind die Videos, die noch in diesem Jahr kommen werden. Und ja, ich muss euch leider sagen, das werden nicht mehr allzu viele sein. Ich bin zurzeit so eingespannt, dass ich einfach nicht schaffe,
Videos zu schneiden, geschweige denn meine Projekte fertig zu bekommen. Ihr habt gesehen, hier liegt Material rum. Ich bin noch nicht dazu gekommen, an diesem Projekt weiterzuarbeiten. Einerseits, werdet es im letzten Video gesehen haben, wenn ihr es denn geschaut habt. Mir war einfach nicht danach zu basteln. Es gab für mich wichtige Sachen in dem Moment. Deshalb bin ich hier nicht weitergekommen. Und von der anderen Seite habe ich einfach auch alle Hände voll zu tun zur Zeit. Und deshalb kam bisher kein weiteres Video. Und ich denke mal, dass in diesem Jahr wahrscheinlich nur noch maximal ein Video kommen wird. Und das wird wohl das vom kommenden Projekt sein. Apropos Videos, ich würde euch ganz gerne mal eine Frage stellen. Wie seht ihr das? Habe ich mich in den letzten Videos verbessert oder eher verschlechtert? Also nicht ich, sondern ich rede eigentlich eher von den Videos an sich. Ich bin eigentlich der Meinung, dass ich mit dem letzten Video eigentlich so ein bisschen in die Richtung gegangen bin, in die ich eigentlich möchte. Natürlich bin ich qualitativ noch nicht da angekommen, wo ich hin möchte, aber ich denke, mit dem letzten Video habe ich einen ganz, ganz großen Schritt in die Richtung getan, in die ich möchte. Ich mache mal eine kleine Abstimmung hier oben. Vielleicht habt ihr ja Lust mitzumachen, also wer nicht will, ne, braucht natürlich nicht mitmachen, aber vielleicht könnt ihr mir eine kleine Unterstützung geben, indem ihr mir einfach mal sagt, gefallen euch meine neueren Videos besser, sprich das letzte oder eher die alten. Also ich möchte eigentlich irgendwann mal dahin, wo ich sagen kann, okay, ich kriege tatsächlich ein Projekt auch in ein Video unter. Also diese Mehrteiler, ja, die will ich in Zukunft nicht ausschließen, weil ich einfach immer, also ich habe immer Probleme mit dem Rausschneiden. Ich habe immer das Gefühl, es ist irgendwie alles wichtig. Ich habe aber im letzten Video gesehen, dass es geht. Und ich denke, das letzte Video habe ich relativ gut geschnitten. Sagt mir doch einfach mal, letztes Video besser oder alten Videos besser. Wäre super lieb, wenn ihr da mitmachen würdet. Ich würde super finden. Macht doch einfach mal bei dieser Abstimmung mit. So, zwei kleine kurze Punkte habe ich noch. Und zwar geht es um Folgendes. Eine ganz kleine Projektvorschau. Vorschau im weitesten Sinne. Ich werde euch einfach nochmal ganz kurz erklären, was ich vorhabe. Wie gesagt, hier steht ein bisschen Material rum. Das habt ihr ja gerade schon gesehen. Das nächste Projekt wird eigentlich wird ein Unterbau für meine Tischkreissäge, denn ich möchte einfach auch qualitativ besser werden und einfach auch um Material zu schneiden, ist es einfach geiler, wenn man eine bessere Auflagefläche hat. Das möchte ich im nächsten Projekt verwirklichen. Außerdem hat diese Maschine ja auch ein Original-Schiebeschlitten mit bei. Das soll alles so zusammengebaut werden, dass es auch tatsächlich genutzt werden kann. Und ich hoffe natürlich, meine Arbeiten damit qualitativ auf ein höheres Level zu bringen. Ja, das ist erstmal, dass ihr wisst, was euch als nächstes erwartet. Das ist einfach nur der Unterbau für dieses Maschinchen. Bisschen anders als die Unterbauten, die ich bisher so auf YouTube gesehen habe. Allerdings nicht anders, weil ich ihn unbedingt anders machen wollte, sondern anders, weil ich ihn einfach anders brauche für meine Maschine. Ich benutze ja auch eine andere Maschine als die meisten anderen. Die meisten nutzen ja die Bosch. Ihr wisst, welche ich meine. Die habe ich nicht. Aber auch mit meiner Maschine sind richtig gute Arbeiten möglich, wenn man sie dann richtig einstellt, richtig und richtig nutzt. Ist hiermit auch sehr, sehr viel möglich. Ja, Leute, und was mir aufgefallen ist, eigentlich tatsächlich eher so nebenbei. Ich schwöre es, ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ich habe ganz andere Sachen in den letzten Wochen im Kopf gehabt. Ich habe mich fast gar nicht auf YouTube rumgetrieben. Was mir aber vor ein paar Tagen aufgefallen ist, wir haben die Tausender-Marke gesprengt. Also ich sage absichtlich nicht ich, weil das nicht mein Verdienst ist, sondern es ist euer und meiner. Wir haben das gemeinsam erreicht und mittlerweile haben wir 1117 Abonnenten und eigentlich
ist so das erste größere Ziel damit erreicht. Hat mich schleichend erreicht. Ich habe es tatsächlich die letzten Wochen kaum beobachtet und nicht gesehen. Aber bin ich mächtig stolz drauf. Ich habe in der Vergangenheit, war ich dabei, schon so ein 1000 Abonnenten Special vorzubereiten. Diese 1000 Abonnenten, die ich jetzt erreicht habe oder die wir jetzt erreicht haben, haben mich tatsächlich überrascht. Das Video dazu ist natürlich noch nicht fertig, weil ja, es ist, steckt noch in den Kinderschuhen, aber das wird noch kommen. Vielleicht schaffe ich es noch in diesem Jahr und dann bekommt ihr das natürlich zu sehen. Ja Leute, viel mehr News gibt es heute nicht. Es war nicht viel, eigentlich war es ja fast gar nichts, aber ich wollte mich auch einfach nochmal oder einfach mal wieder bei euch melden, da es ja schon einige Wochen her ist, dass ihr was von mir gehört habt. Ja, ich hoffe, ich kriege das eine Projekt dieses Jahr noch fertig. Ich werde versuchen, das alles in ein Video zu stecken und ich hoffe, ihr schaut es euch an und ja, hinterlasst mir vielleicht auch mal ein Feedback. Jeder YouTuber lebt von eurem Feedback und ich natürlich auch. Also, ich wünsche euch noch was. Haut rein, bis die Tage und tschüss.